Mein Kramurks liebt alles, was glänzt, weißt du. Und wir stellen uns direkt dem nächsten Pokémon-Trainer hier in Alola. Gentleman Winfried fordert uns heraus. Ein Kramurks. War das ein Luxusball? Ich glaube schon, ne? Okay. Womit rasieren wir den? Mit Rasierblatt. Oh, ich sollte vielleicht auch mal wieder ein Pokémon-Center aufsuchen. Gehen einmal in den Beutel. Setzen mal auch schnell einen Supertrank ein. So, jetzt aber. Oh, er schlägt auch wieder voll zu. Aber mein Bautz ist auch schon ein Müh stärker. Top-Genesung. Boah. Nicht im Ernst. Es ist ein Volltreffer, Leute. Es ist ein Volltreffer. So, aber dank der Flinkklaue bin ich zuerst dran. Er setzt Schnabel ein. Oh, er setzt nochmal Schnabel ein. Das war's für Bautz. Bautz ist besiegt. Dann kommt als nächstes Radfratz rein. Mit Biss. Er macht mein ganzes Team kaputt. Was ist mit dir los, alter Mann? Pantimimi. Ba-ba-ba. Okay, dieses Pokémon regt mich so ein bisschen auf gerade irgendwie. Jetzt aber. Hat keine. Kann so rum. Komm. Verfolgung. Was? Was ist das? Das kann doch nicht sein. Mein ganzes Team geht hier gleich hops. Ist zurückgesteckt und kann nicht angreifen. Wollt ihr mich verarschen eigentlich? Was ist hier los? Okay. Ja. So. Nehmen wir ein anderes Pokémon. Das taugt ja hier gar nichts. Setzt der Staune ein. So. Komm. Ist nicht sehr effektiv, aber ich will dieses Kramurks jetzt einfach besiegen. Wunderprächtig. Ja, ein Teil der Pokémon bekommt auch noch ein bisschen EP. Aber... dass mich das Pokémon hier fast komplett hops genommen hat, davon spricht hier keiner. Was haben wir denn hier eigentlich? Ah, hier kann man bestimmt Beeren anpflanzen, oder? Oh, du und dein Pantimimi, ihr seid also auf Inselwanderschaft. Hier, ich schenke dir eine Beere. Hm. Sinnelbeere. So. Möchtest du vielleicht ein Bärenexperte werden? Hm. Ja, schon. Sehr gut, ich denke, du hast Potenzial. Als erstes möchte ich, dass du mir eine Persimbeere bringst. Eine Sinnelbeere. Noch eine Sinnelbeere. Wow, welche Überraschung. So.
Citrubeeren. Persimbeeren helfen bei der Verwirrung und Pirsifbeeren bei der Vergiftung. Und Zitrusbeeren füllen mehr KP auf als Sindelbeeren. Okay. Könnte ich jetzt hier welche pflanzen demnach, oder? Naja, scheinbar irgendwie nicht. Vielleicht gehe ich erstmal rein und bekomme dann diese... eine Gießkanne. Hier ist aber niemand. Oh doch, aber hier ist ein Sticker. Du hast insgesamt 11 Herrscher-Sticker. Sollte ich irgendwie, während ich hier zocke, irgendeinen Sticker übersehen, bitte sofort kommentieren. Damit ich das auch wieder einsammeln kann. Wunderbar. War es das denn hier soweit? Okay, ich glaube, mehr kann ich hier tatsächlich nicht machen. Dann gehe ich hier wieder raus. Oh! Aha, dort hinten liegt also die Vegetationshöhle. Das ist einer der Orte, auf welche die Kraft seiner Lumineszenz herabgeregnet ist. Lumineszenz. Ich will es nur richtig vorlesen. Okay. Diesen Ort müssen wir dringend erforschen. Wow. Was für hohe Aura-Werte. Nichts wie hin. Konzentration, Amamo. Wie sollen wir die Vegetationshöhle erforschen, wenn wir keine Pokémon besitzen? Wir müssen uns einen Plan einfallen lassen. Ob wir uns die Pokémon dort wohl mit unseren Mitteln der Wissenschaft gefügig machen können? Eine Inselwanderschaftsabzeichen habe ich zwar nicht, aber vielleicht sollte ich mich an der Prüfung versuchen. Okay, also der, wow, der Soundtrack gerade im Ohr war schon echt ein bisschen hässlich, muss ich sagen. So. Aber ich brauche ein Dings, ein Pokémon Center. Ich kann ja jetzt hier nicht so, Leute, ich muss, ich brauche ein Pokémon Center. Ich muss jetzt zurücklaufen. Meine ganzen Pokémon sind hops gegangen. Es bleibt mir wohl keine andere Wahl, oder? Ich nehme mal nicht an, dass ich hier irgendwo meine Pokémon heilen könnte. Was mache ich denn jetzt bloß? Wo drückt denn der Schuh, alter Mann? Ich kann mein geliebtes Mauzi nirgends finden. Es ist ziemlich ängstlich und hat sich bestimmt irgendwo versteckt. Mein armes Mauzi. Ja... Wo soll ich es denn suchen? Mein Mauzi versteckt sich gerne unter Autos und im Schatten von Bäumen. Wo könnte es diesmal nur wieder stecken? Sagen wir mal, hier Dings. Schatten von Bäumen oder unter Autos. Kann ich hier interagieren? Okay, Supertrank. Das war kein Mauzi. Hier aber auch nicht. Ich glaube, es wird eine Aufgabe sein, wo ich die Kamera für nehmen muss. Wie war das denn nochmal? Moment. Bin ich jetzt doof? So, Moment, Sekunde. Kampf für das QR-Code-Scanner. Ich weiß gerade nicht mehr, wie man die Kamera benutzt. Ich hab's vergessen.
Aber das war doch so, oder? Irgendwie. Pokédex, Beutel, Festivalpart, Trainerplatz. Mal in die Option rein. Ich weiß gerade nicht. Ich hab's gerade scheinbar wirklich. Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Okay, aber wo sollte das Mauzi denn sein? Na gut. Ich kann es bestimmt auch später noch suchen. Ich würde jetzt erstmal gucken, dass ich zu einem Pokémon-Center komme, um mich irgendwie zu heilen. So. Sonst kann ich ja gar nicht mitmischen hier. Jawohl. Bitte. Also ich bin momentan sehr zufrieden mit meinem Team. Tatsächlich. Aber, ich hätte gerne noch ein paar andere Pokémon schon mit dabei eigentlich. Also ich könnte gerne ein Feuer-Pokémon oder so. Aber aktuell sieht es mal nicht danach aus. Ich kann es gerade nicht fassen, dass ich vergessen habe, wie man fotografiert. Wie man diese Funktion hier nutzt. So. Lasst uns gucken. Hier gibt es bestimmt noch ein paar neue Pokémon, die ich brauche. Ein Wommel. Wommel, warte, genau. Hab bis jetzt nur in einem Kampf gesehen. Oh. Hat sich ausgewommelt. Shit. Wingu erreicht Level 12. Nein. Ba, 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 ba. Yes! Was für ein Pokémon kam denn jetzt auf mich zugerannt, bitte? Ein Dummiesel. Diesem Pokémon bin ich noch nicht begegnet. Auch Schnabel. Oh, sehr effektiv. Ich muss ja ein bisschen aufpassen jetzt. Nochmal Walze. Natürlich nicht. Es bleibt nicht drin. Mein Bautz ist... Leute, wollt ihr mich veräppeln? Das gibt's nicht. Ich will doch nur dieses Pokémon fangen, Mann. Komm schon. Okay. Also ich merke schon, dass es bei Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur doch etwas einfacher ging. Da war der Widerstand der Pokémon nicht so enorm. Aber gut, Karmesin und Purpur sind auch eher einfachere Spiele als die Generationen zuvor. So, komm. Also, wenn du jetzt nicht drinne bleibst in diesem Ball, ne, dann... Weiß ich auch nicht. Dann hast du irgendwas Persönliches gegen mich. Sehr gut. Ba, ba, ba. Pantimimi erreicht Level 13. Wunderbar. Radfatz auch Level 11, Pepek auch Level 11.
Nein, ich möchte keinen Spitznamen haben. Und schade, dass man dieses diese Frage hier nicht schon deaktivieren kann. Okay, nichtsdestotrotz muss jetzt einmal hier in den Beutel. Und auf Bautz noch den Trank einsetzen. So. Wunderprächtig. Ein Wommel. Wir werden erstmal flüchten. Ich werde jetzt erstmal diese Vegetationshöhle erreichen und meine erste Prüfung absolvieren. Das wäre mir jetzt gerade erstmal wichtiger. Ihr wollt mich jetzt veräppeln, oder? Was ist das denn hier oben? Oh, Tali! Hallo Beda, wie geht's deinem Pokémon? Prima. Das freut mich. Mein Roppal und die anderen könnten aber ein Päuschen vertragen. Los, lass uns ins Pokémon Center gehen, Bela. Ich hätte jetzt nicht erwartet, tatsächlich, dass ich auf dieser Meile hier noch ein Pokémon Center finde. Hast du gewusst, dass Kapuriki irgendwie mit der Vegetationshöhle in Verbindung steht? Da darf man nur rein, wenn man einen guten Grund hat, wie etwa die Inselwanderschaft. Ach ja, kennst du dieses tolle Item schon? Hier, ich gebe dir ein paar von meinen ab. Ja, Beleber ist mir bekannt. Mit einem Beleber. Okay. Wenn man oft mit dem Rotom Pokédex spielt und sich dadurch mit ihm anfreundet, kann man etwas nutzen, das sich Rotomat nennt. Was ist ein Rotomat? Das stimmt. Wenn meine Augen leuchten, musst du mich einfach nur berühren. Und schon fängt der Rotomat an zu rotomatieren. Okay. Was bedeutet das für mich? Okay. Also die Augen leuchten und nützliche Kräfte gewinnen. Los geht's, versuch dein Glück. Bäm! Ein Pfeil nach oben, ein roter. Statuswertbogen. Okay. Mit dem Statuswertbon werden die Statuswerte deiner aktiven Pokémon im Kampf erhöht. Wow, mit dem Rotomaten kann man seine Pokémon stärker machen. Ist ja der Wahnsinn. Jetzt würde ich schon gerne wissen, was es noch sonst noch für so viel Rotom-Kräfte gibt. Okay. Kann ich das jetzt nochmal machen? Oder? Okay, nein. Es geht wirklich nur, wenn die Augen leuchten. Alles klar. So. Jawohl, bitte. Wofür bin ich den ganzen Weg zurückgelaufen? Das weiß man jetzt nicht. Mann. Ich hätte einfach ein paar Meter weiterlaufen müssen. Was gibt's denn hier Schönes noch zu kaufen? Ich will etwas kaufen. Habt ihr schon Dings? Hyperbälle? Nein, Pokebälle. Schutz. Ja. Ich bin wunschlos völlig glücklich. Da, 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 da. Und ich gehe jetzt mal hier raus. Wen haben wir denn? Was ist denn hier mit dir? Landet ein Pokémon mit seiner Attacke ein. Okay. Alles noch so Tutorials. Tutorial-NPCs. Aber der Ausblick hier ist schön. Das ist echt schön. So. Hier haben wir noch einen Linksbums. Pokémon-Trainer, wahrscheinlich ein Käfer-Pokémon. Aber ich will jetzt hier gegen Elima kämpfen. Hallöchen, ich bin's, Captain Elima. Und meine Prüfung findet nur wenige Schritte von hier statt. Und zwar hier in der Vegetationshöhle.
Noch ein paar Worte der Warnung. Die Pokémon in der Vegetationshöhle sind ganz schön stark. Du solltest also ein paar Tränke mitnehmen, damit du keine böse Überraschung erlebst. In der Alola-Region hat es Tradition, die Inselwanderschaft anzutreten, sich ihren Prüfungen zu stellen und so seine eigene Grenzen zu testen. Sobald du die Vegetationshöhle betreten hast, kannst du sie erst wieder verlassen, nachdem du die Prüfung bestanden hast. Bist du bereit? Boah, ja. Ein paar Tränke habe ich ja belebe auch. Also, beginnen wir. Los. Vegetationshöhle. Jetzt bin ich gespannt. Holla. Okay. Das ist ein sehr cooler Soundtrack hier drin. Willkommen in der Vegetationshöhle. Ich bin Captain Elima, aber das weißt du ja bereits. Ich erkläre dir jetzt erstmal den Ablauf der Prüfung. Deine Aufgabe hier besteht aus Folgendem. Besiege 3 Pokémon, die sich in ihren Nisthöhlen verstecken. Sobald du das geschafft hast, dringst du ins Innerste der Höhle vor und nimmst dir dort den Zeitkristall aus dem Sockel. Ja, der Schlüssel zum Erfolg ist das Zusammenspiel mit deinem Pokémon. Oh, okay. Oh, eine Sache hatte ich da noch gar nicht erwähnt. In dieser Höhle hausen ziemlich starke Pokémon. Zudem lebt an diesem Ort noch ein besonders starkes Pokémon, ein sogenannter Herrscher. Zweifelsohne wird dieser bei der Prüfung das größte Hindernis für dich darstellen. Ach ja, und noch etwas hätte ich doch noch glatt vergessen zu erwähnen. Pokémon darfst du hier nur fangen, wenn du die Prüfung geschafft hast. Du wirst die Prüfung also mit deinem aktuellen Team bestreiten müssen. So, und jetzt geht's auch schon los. Die erste der 8 Prüfungen deiner Inselwanderschaft. Mach dich bereit. Es ist Prüfungszeit. Die Prüfung beginnt. Okay, ist das auch zeitlich irgendwie limitiert oder nein? Jawohl, da möchte ich reingucken. Ein Mangunior, welche Überraschung. Welchen Level sind die hier so? Level 11. Das ist okay. Hyperzahn. Jo. Okay. Ja, zieh halt ruhig noch mehr ab, kein Ding. Okay, das erste Pokémon ist besiegt. Bautz erreicht Level 16. Wunderbar. Bautz versucht Unheilböen zu erlernen. Ich kann mal schauen. Unheilböen ist eine Geistattacke. Dann nehme ich Tackle dann raus. Wunderbar. Da-da-da-da. Noch 2 Pokémon muss ich besiegen. Hier ist noch ein Item. Also, es schlummert gerade so ein bisschen tatsächlich in meinem Gedächtnis, ob ich diese Prüfung nicht irgendwie mal gemacht habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist so lange her. Pokémon Sonne, Pokémon Mond habe ich zum Release gekauft. Beziehungsweise nicht gekauft, aber ich habe es dann einen Monat später mir einfach zu Weihnachten gewünscht, das weiß ich noch. Ich glaube, dass ich die erste Prüfung noch gemacht habe. Bei dem Rest bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Aber alles in allem schon sehr interessant, muss ich sagen. Ich finde es generell sowieso sehr interessant, jetzt nochmal die alten Spiele zu spielen. Und wenn sich die Pokémon Company dann mal melden sollte. Natürlich wird es erstmal um Pokémon Legenden ZA gehen, aber naja. Trotzdem kann das schon sehr interessant werden.
Gerade wenn man dann halt direkt den Vergleich hat von anderen Editionen, die mir halt wirklich teilweise noch komplett fehlen. Zu der aktuellen Generation. Beutel. Ich glaube mit Supertank muss ich jetzt hier arbeiten bei Bouts. Perfekt. Ah, die ist leer. Okay. Oh, okay. Sie ist leer. Okay. Jetzt gilt es, glaube ich, das Pokémon irgendwie so ein bisschen auszutricksen. Aber wie am besten? Ich weiß nicht, kann der NPC mir da oben helfen? Wie komme ich denn da bei dem... Achso, hier. Okay, wow. Pokémon Company, also das Schleichen hätte man ruhig jetzt mit reinnehmen können. Okay, wie mache ich das am besten? Huch. Hey! Wie kommen die denn hier rein? Rache für die Abreibung am Strand? Na du Balk, erinnerst du dich noch an uns? Ja. Aber ich bin jetzt gerade echt überrascht, wie ihr hier reinkommt. Echt jetzt? Dabei sehen wir alle gleich aus. Krasse Leistung. Ja, krasse Leistung, Game Freak. Krasse Leistung, wirklich. Oh je. Aber das ist doch jetzt völlig schnurzpiep egal. Wir haben uns hier in die Höhle geschlichen, um dem nervigen Balk gehörig einen Strich durch die Prüfung zu machen. Alles klar? Ja klar, wie Kloßbrühe. Dann mal los, wir klauen ihm jetzt alle Pokémon. Na, ich denke nicht. Okay. Ja, krasser Auftritt, Leute. Krasser Auftritt. Auch wieder nur ein Pokémon dabei, okay? Ein Traumato. Bouts regelt das. So, jetzt können wir die Unheilböe mal einsetzen. Ja, sehr effektiv. Aber das ist jetzt nicht so effektiv, ihr Lieben. Wunderbärchen. Mautziereich Level 13. Das war's schon wieder für dich. Ich glaube, mein Bouts ist ein bisschen zu stark. Was geht denn jetzt ab? Ich check's nicht. Da brummt mir der Schädel. Ist das Bike zu stark oder sind wir zu schwach? Ich denke, ihr seid zu schwach. Das hätte doch ganz anders laufen sollen. Aber ja, der ist mal echt viel zu stark. Vergessen wir kurz das doofe Bike, Homie. Diese ganze Prüfungsstätte ist unheimlich. Okay, weiß ich nicht. Nee. Da war ich mit Team Star echt zufriedener. Wow. Aber jetzt mal im Ernst. Weiter hinten haust ein super krasses Pokémon. Geht dir das in den Schädel? Mach dich besser schnell vom Acker. Niemand macht sich hier vom Acker. Rache ist das Gebot der Stunde, kapiert? Wir blockieren ihre Nisthöhlen und wenn die Mangunier ihre Schädel rausstecken, schnappen wir sie uns. Okay. Super, dann könnt ihr mir ja direkt helfen. Ihr steht dann da und wartet. Und das Mangunier kommt dann durch die Höhle, wo ich jetzt hingehe. Wunderbar. So. Yes! Oh, aber das scheint kein Mangunior zu sein. Ein Mangu-Spector. Oder Mangu-Spector. Spector.
Okay, aber Level 11. Wie klassisch neben anderen Pokémon-Game wird man diese Pokémon zu einem späteren Zeitpunkt auch noch antreffen. Also ich werde jetzt nicht auf Kampf versuchen, jedes Pokémon, was ich jetzt hier gerade so entdecke, zu fangen. Bei dem Pokédex kann ich auch später noch vervollständigen. Und so Pokémon wie Mangunia oder Manguspector werden wir wahrscheinlich zuhauf noch finden. Davon abgesehen kann ich es ja eh noch nicht fangen. Fällt mir gerade ein. Ich kann es eh noch nicht fangen, nein. Da. Oh, wieso wehrst du die Attacke ab? Warum? Ein Blattwerk, bitte. Wunderbar. Radfratz erreicht Level 12, Pepek auch. Wingo Level 13. Wunderbar. Du hast alle Pokémon besiegt. Sehr schön. Ja, ich werde jetzt aber gerade kurz in den Beutel gehen müssen. Und baut es schnell wieder hoch ein. Super Tank. Sonst gibt das hier ein schnelles Ende für meine erste Prüfung. Absolut fantastisch. Du hast alle drei Pokémon bezwungen. Bitte begib dich nun ins Innerste der Höhle. Aber Logo. Was haben wir denn hier? Z-Kristall. Dich beschleicht das unheimliche Gefühl, von einem stechenden Blick verfolgt zu werden. Möchtest du den Z-Kristall aus dem Sockel nehmen? Ja. Manguspector, der Herrscher der Vegetationshöhle. Okay. Und der wird wahrscheinlich jetzt nicht Level 12 sein. Und hört sich in eine besondere Aura. Setzt Kimasse ein. Manguspector ruft Mitstreiter. Okay. Okay, ich kann direkt mit beiden. Superzahn. Was macht ihr mit meinem Bautz? Okay. Setzt auch Tackle ein. Okay, das geht ja noch. Das geht ja noch. Kann ich? Nein, kann ich nicht. So, komm. Flinkklaue. Erster Angriff. Jawohl. Sauber. Dann ist Mangunio schon mal weg. Setzt Tackle ein. Das ist böse. Das ist echt ziemlich böse. Auch auf Bautz den Supertrank. Und Rasierblatt. Komm schon.
Flinkklaue. Ich liebe dieses Item. Sauber. Yo, Level 17. Nice. Wunderbar. Du besiegst Mango Spector. Mango Spector. Ein Herrscher. Oh. Bautz entwickelt sich. Sehr gut. Dein Bautz wurde zu einem Arboretos. Arboretos. Ich muss erstmal lesen lernen. Es ist irgendwie... bei manchen... Ich hab... ja, wann habe ich... Also manche Namen muss man echt zweimal lesen. Wunderbar. Arboretos wurde registriert. Mango Spector ist in den tiefsten Tiefen der Höhle verschwunden. Eine großartige Demonstration deiner Fähigkeiten als Trainer. Du hast das Herrscher-Pokémon besiegt, das ich so hart und eifrig trainiert habe. Da versteckt es mir fast die Sprache. Du hast meine Prüfung gemeinsam mit deinen Pokémon wirklich mit Bravour gemeistert. Du bist echt ein vielversprechender Trainer. Bela, herzlichen Glückwunsch.